ist da in Köln. Das ist halt dann sowas. Weiß ich nicht, da guckt. Schön geschmeidig um die Kurve gezogen. Auch hier wieder der große See an der Seite. Das ist das, was ich meinte. Es wurde halt so viel Detail reingesteckt und so viel Liebe zum Detail. Das ist schon schön. Ja, und jetzt mal so ein anderes Thema, was ich mir auch vorgenommen habe, drüber zu sprechen. Also heute Abend, welchen haben wir heute? 12. Januar, wo ich die Folge halt aufnehme. Wurde ja wieder ein Terroranschlag verübt. In der Türkei, in Istanbul. Ich denke mal, ihr habt das alles schon mitbekommen. Und ich hoffe mal nicht, dass unbedingt da einer von euch runter ist unter den Opfern. Und ja. Weil es halt, im Moment ist es halt so, dass, ja, das ist halt im Moment so aufgrund der Flüchtlingsproblematik und der, nicht auf Flüchtlingsproblematik zurückbezogen, sondern halt im Moment halt bei den ganzen nicht vorhandenen Grenzkontrollen so ist, dass es halt die Leute reinkommen, wie sie wollen, und rauskommen, wie sie wollen, ohne dass sie halt ja entdeckt werden können. Können halt, wie gesagt, wahrscheinlich steckt der IS wieder dahinter oder die PKK, kann man, weiß man noch nicht. Das ist halt 10 Leute wurden, glaube ich, schon getötet, also steht schon fest. Kann natürlich nach Tendenz steigend sein. Darunter wurden 8 Deutsche getötet. Ja genau, die meisten waren Deutsche. 8 Deutsche und 2 Türken, glaube ich. Plus das Opfer. Was kein Opfer ist. Und ja. Es ist halt immer ganz so, dass man halt, ja, was soll ich dazu sagen, dass man halt gehörig aufpassen muss, um auf die Straße zu gehen. Das macht ja eigentlich schon fast Angst, sag ich mal, draußen auf die Straße rumzulaufen. Weil du halt mehr oder weniger aufpassen musst, dass du nicht selber, sag ich mal, in die Luft gesprengt wirst. Bei so einem Anschlag. Und boah, ich fahr ja schon 90, was ist denn hier los? Dass du halt aufpassen musst, wo du lang gehst, was deine Personen im Umfeld quasi machen. Also wie die sich verhalten etc. pp. Um auch ein Opfer zu werden. Türkei war ja immer so ein Land, wo ja halt auch die auch ziemlich viele Deutsche hinreisen aufgrund wegen Urlaub, weil es halt so schön ist da. Und dann einfach klar sagen, man hat halt ein ziemliches Touristenland. Und
Ja, gerade da muss man halt aufpassen, ne? Das ist dann halt so schnell sammeln sich viele Menschen und dann ist es dann natürlich ja fast schon ja fast schon ein Ziel von Terroristen. Gerade wo sich viele Menschen aufhalten und auftümmeln, kann es natürlich zum Terroranschlag kommen. Aber man kriegt das ja auch nicht sofort wirklich mit, was die da in ihrem Umfeld da machen. Schaden, okay. Ja, ich muss halt ganz klar sagen, dass mir das auch langsam ein bisschen zu viel mit den ganzen Terroranschlägen. Erst Paris, dann Türkei, also Istanbul. Ja, keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, wo, wenn es in Deutschland so sein bleiben wird. Was mir halt mega auf dem Sack geht oder auf den Piss geht, ist, dass man lässt ja sowas selbst rein. Auch wir hier in Deutschland lassen sowas rein. Und geht es halt auf den Piss, wenn zum Beispiel ein Bundespräsident Gauck oder eine Bundeskanzlerin, wie sie sich schimpft, unsere Frau Merkel, halt sagt, dass es tiefstes Mitgefühl, tiefste Trauer der Angehörigen von den Opfern etc. Es ist aber nicht einsehen wollen, dass es halt auch ihre Fehler sind, indem sie halt die Grenzkontrollen so vernachlässigen und so viel Flüchtlinge reinlassen und darunter auch halt ungebetene Gäste. Das ist einfach so, dass dieses Risiko dahinter. Und dass sie dass das dann alles so schön reden, aber es das heißt dann wieder, ja, mein tiefstes Mitgefühl, meine tiefste Trauer, meine Gedanken, meine Angehörigen etc. Und diese Doppelmoral quasi kotzt mich ein bisschen an. Das ist für mich eine Doppelmoral. Man kann eigentlich nicht sagen, dass es mir leid tut und tiefstes Mitgefühl, aber man lässt halt sowas selber zu. Das ist einfach ein Widerspruch. Ich glaube, es ist und ist schon, glaube ich, zu spät, jetzt zu reagieren. Aber man kann vielleicht noch was retten. Oder man kann die Sache nicht noch schlimmer machen, als sie jetzt ohnehin schon ist. Und man halt einfach sagen: So, wir kontrollieren jetzt ein bisschen, ja, härter dagegen. Wir kontrollieren ein bisschen härter, wir gehen dagegen härter vor. Ist ja genauso wie mit dem Silvester. Wo halt die Araber, die Syrer etc. pp. Halt die ganzen Frauen belästigt haben sexuell an Silvester in Köln. Das halt dann sowas. Weiß ich nicht, da guckt. Und weiß nicht, man hört da auch nichts mehr von. Davon in den Nachrichten oder so. Man hört davon. Oh mein Gott. Ja, das für eine Einfahrt kann noch gar nicht mehr sehen hier. Was ich gerade noch nur durch. Aber auch schön, so einen Feldweg lang zu fahren, finde ich schön. Ja, dass man dann halt sagt, dass es allen leid tut. Mag natürlich sein, dass es allen leid tut, aber warum ändert man dann nichts? Man muss es halt irgendwann mal ändern und muss auch mal seine Fehler eingestehen und sagen, hey, das war nicht richtig, was ich da getan habe. Und man muss halt versuchen, das Beste daraus zu machen, dass es halt nicht hier auch passiert. Ich
meine, wie gesagt, es ist halt, es kann, also es wird wahrscheinlich schon zu spät sein, aber man kann halt immer noch ein bisschen mindern. Und ich glaube, man sollte diese kleine Chance, sollte man nutzen. Und, ja, wie gesagt, das ist halt, wie gesagt, um Himmels Willen, ich bin kein Nazi, also Flüchtlinge ja. Und da hat er halt ein bisschen strenger kontrollieren. Soweit wie ich mitbekommen habe, ist zum Beispiel Bayern das Land, der im Moment, also das Bundesland von uns quasi, glaube ich, dabei, Flüchtlinge, die ohne Pass sind, nach Österreich zurückzuschieben, weil man halt von sich aus sagt, man will solche Leute halt nicht in ihrem Staat haben. Ist ja auch richtig so, weil du weißt ja nichts, du kannst ja gar nichts über die Person rausfinden. Also weiß ich denn zum Beispiel, wenn einer reinkommt ohne Pass und ohne Ausweis oder ohne alles einfach, weiß ich denn, dass er Mitglied der IAS ist? Weiß ich denn, ob der vielleicht, keine Ahnung, europäisch gesucht wird wegen Terroranschlägen und oder wegen Mord oder keine Ahnung was? Weiß ich das? Nein, weil kann ich ja gar nicht wissen, weil ich ja gar nicht die Daten dazu habe, um halt nachzugucken. So, und das ist genau der eine Punkt. Man betet halt, man hat halt den Leuten, halt Leute, die auch keinen Pass haben, die einfach gar nichts dabei haben, lässt man hier in dieses Land rein. Aber man sagt zum Terroranschlag jetzt in Istanbul oder Paris, ich mache mein tiefstes Mitgefühl, meine vollste Trauer für die Angehörigen der Opfer. Das ist Quatsch. Das ist Doppelmoral. Das ist, wie gesagt, das ist von Bayern, das ist völlig der richtige Schritt in meinen Augen in die richtige Richtung. Weil, wie gesagt, es ist schon so viel, es sind schon so viele ohne Pass da, wo ich gar nicht weiß, ob die straftätig sind, ob die, weiß nicht, Mitglied der IS sind, ob die, keine Ahnung, ob die Drogenboss sind, weiß der Geier was, ganz ehrlich. Das weißt du ja gar nicht. So, und das ist halt das, was mich halt im Moment aufregt und fuchsig macht auf unsere tolle Bundesregierung. Ich muss halt so sagen, dass ich sie im Moment ja nicht mehr ernst nehmen kann, gerade nach dieser ganzen Aktion. Dieses schöne Reden und man macht aber halt nichts gegen solche Leute. Man lässt halt Leute ohne Personalausweis, ohne Ausweis, ohne Reisepass, keine Ahnung, lässt man rein. Aber man sagt dann im Gegenzug halt genau das, was ich gerade gesagt habe: mein tiefstes Mitgefühl der Opfer, der Angehörigen etc. Das ist halt das, was ich nicht in meinen Kopf reinkriege. Und sollte diese kleine Chance, sollte man halt jetzt effektiv nutzen dagegen und sich mal Gedanken machen, ja, und das halt abstelle, mal daraus lerne. Ja, wie gesagt, das lässt sich immer leichter gesagt als getan, klar. Aber wie gesagt, man kann jetzt noch was ändern. Nachher brauche ich auch nichts mehr zu ändern, weil nachher ist es zu spät. So, ich glaube, man sollte jetzt was ändern und dann die ganze Politik mal ein bisschen überdenken, bevor es zu spät ist. Und genau das, was ich gerade anspreche, könnte nachher
Oder wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, wann die Bundestagswahl ist. Aber genau sowas könnte halt von ihr den Kopf kosten. Also quasi, sie wird halt nicht mehr wiedergewählt. Ganz klar. Von den deutschen Bürgern. Also ich hoffe es. Weil sowas unterstütze ich nicht. Sowas unterstützen hoffentlich nicht auch ihr. Und halt auch viele andere Bürger im Raum Deutschland, ne? Man darf halt sowas nicht unterstützen. Man muss halt mal ganz klar so sagen, dass die Frau Merkel sich damit keinen Gefallen getan hat. Überhaupt nicht. Ich finde und ich denke, wenn ich Bundeskanzlerin werde, dann würde ich mir nämlich Gedanken machen, spätestens nach dem Anschlag schon in Paris und nach dem versuchten Anschlag auch schon in Hannover, nach dem Dings, also im Länderspiel Deutschland gegen Holland, ja genau, weil der